Im Sommer diesen Jahres hatten die Tübinger Stadtwerke zusammen mit dem Unternehmen Leonhard Weiß versucht, mit einer emissionsarmen Baustelle in der Tübinger Altstadt sowohl Abgase als auch den für den Anwohner störenden Baulärm zu reduzieren. Das Pilotprojekt in der Metzgergasse, bei dem zum Beispiel Elektrobagger und E-Rüttelmaschinen zum Einsatz gekommen waren, ist inzwischen abgeschlossen und die Verantwortlichen ziehen eine positive Bilanz. Demnach hätten die Baustellenabläufe so funktioniert wie immer, trotz teilweise geänderter Abläufe wie dem Aufladen der Maschinen. Und der positive Effekt für das Klima war sogar in Zahlen messbar. Rund 3,4 Tonnen CO2 hatten die E-Maschinen im Vergleich eingespart. Der reduzierte Baulärm sei von den umliegenden Ladenbetrieben ebenfalls bemerkt worden. Deshalb sei, trotz der höheren Mehrkosten, ein weiterer Praxistest im nächsten Jahr denkbar.